geh noch nicht essen, ey. Ich geh arbeiten. Heißt das arbeiten? Oh Mensch, ist schon soweit. Gut, ich muss los. Gottes Willen, ey. Moin. Guten Morgen, ey. Schlange ist herrlich, ne? Wahnsinn, ey. Also, wenn ich jeden Tag so eine Schlange bei mir vom Laden hätte, würde ich das ohne gut finden. Warum heißt das nicht? Hab halt auch noch nicht. Ich hab jetzt mal hier vorne freigelassen, damit ich dir wieder dann hier hinstellen kann, wo du jetzt stehst. Willst du dich woanders hinsetzen? Dann musst du da drüben reinsitzen. Ich kann ja auch da hingehen. In den Chillraum? Ja, komm. Das ist so die Lounge. Die Lounge? Dann schneiden wir mal Kaffee und los. Und kann man hier sitzen? Nee. Mhm. Genau so. Das war doch nach hinten. Nach hinten? Noch weiter nach hinten? Ja. Hab ja auch frei gemacht jetzt. Lakritze. Mhm. Oder nur ein Kombi mit diesen anderen Zeug. Nee, ich esse ja auch nicht. Stecken. Lass ich aus. Melone. Hier, Bärchen. Ich würde dich willkommen. Ich muss auch noch. Was soll ich machen mit dem Ding? Kannst du das Brot noch essen? Ja. Dann konnte keine Lust mehr zu kommen. Manche Frau Schulz wird zu ihr. Dann bist du ja auch ein fleißiges Mädchen. Und dann meinte sie, hat natürlich so gemacht. Und ich habe sie gedacht so. Und du bist kein fleißiges Mädchen. Das ist echt der Hammer. Der Kunde kam damit an und meinte, der kriegt es auch nicht raus, oder was? Der war hier. Ja. Ich habe die eine Seite rausgeschraubt. Mhm. Die ging noch. Die Seite? Mhm. Eingeweicht. Ja. Da mir Knie zu verletzen oder irgendwas. Ja, mach schon Quatsch. Das ist es nicht wert. Nee, ist es nicht. Auch und dich gesund. Oh. Normal ist es aber nicht, oder? Kann nicht sein, oder? Ich
Geh in die falsche Richtung. Oh, da war was. Nee, da war nicht. Hier wird's nur was. Oh. Wieso? Wie kann das? Noch ein Rohr stecken? Noch länger, der Hebel? Wie viele Tonnen sind denn da drauf? Da ist schon Druck. Ich bin jetzt da vorne noch ein Rohr. Tommy, verletz dich nicht. Das ist nur ein Fahrrad. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance, ich bin sehr verärgert. Ich krieg's nicht hin. Ich rufe ihn an und sage ab. Was ist noch mit der Welt los? Also hier ein Kaffee klaut. Kommt gerade eine Nachbarin vorbei und erzählt mir, gestern ist ihr Sohn gestorben mit 36. Den kenne ich auch vom Sehen hier. Er kam immer hier vorbei. Ja. Eine Jobsbotschaft nach der nächsten, ey. Mach mir Sorgen nochmal, die so. Klar, ich kann Laden zumachen, kann oben sein, aber. Da kann ich auch nicht ausrichten. Da kann ich neben mir im Bett sitzen und gucken, wie sie da schläft. Geh einfach mal nach hinten und räum hinten auf. Stell die Räder alle ordentlich. Sorgt dafür, dass hier vorne alles weg ist. Unglaublich. Das zeigt wieder mal, lebt euer Leben, ey, so wie ihr es wollt, nicht wie irgendwelche anderen Leute das wollen oder so, dass ihr seid. Ja, wie sagt man? Wie an der Schnur aufgezogen. Und hier wird es ein bisschen chaotisch. Ein bisschen eine Ecke, wo neu gebaut werden muss. Eine alte Miete und ein Dürkopf. Hier ist noch eine Lücke. Da können da zwei Räder rein. Und jetzt habe ich gleich erstmal Pause. Und mache auch erstmal Pause. Hä? May I come in? Ja. Okay. If you want. What you need? I would like to buy a bike. Okay. I mean, I would like to spend around 100 euros.
We don't have bikes in no? price range. Which is... At the moment, I think the cheapest is 220. Gut, jetzt baue ich eine Lampe an, die ich neulich schon mal gebaut habe, vor 2-3 Tagen. Und dann ist heute damit gefahren, da ist hier das abgefallen. Und jetzt haben wir gerade festgestellt, dass irgendjemand da hinten dran rumgebrochen hat, beziehungsweise das Ding als Tragegriff benutzt hat, hinter unter den Gepäckträger gefasst hat, hochgehoben hat. Und dabei sind die beiden Schrauben hinten rausgerissen, aus dem Kunststoff. Ist ja klar, macht man nicht. Also liebe Leute, das hier unten ist kein Tragegriff, ne? Wenn man dann so hinterm Gepäckträger, das macht man nicht. Jetzt schraube ich ihr die Dinger hier an und schau mal, ob das funktioniert. Und nehmen wir mal ein paar Abstandshalter mit. Noch ein paar Abstandshalter, Lies. Ein was? Ein Stein. Ein Stein? Ach, habt ihr da ein Aquarium drin oder was? Was haben wir drin? Ein Aquarium. Darf es mir auskippen? Es geht so, das ist gut sein. Es geht das so. Ja, weil ich das Rad hier draußen repariere. Aber gleich bin ich wieder drin. Das ist ein bisschen Abkühlung für mich. Und Thomas? Ja, ich auch. Ich habe meinen Fahrradschlüssel verloren. Ach, hör auf. Und jetzt steht das Fahrrad seit einer Woche da und ich finde den Schlüssel nicht. Und, Er ist wirklich unauffindbar oder ist er auffindbar, wenn ich das aufgebrochen habe? Ja, das weiß man, aber es ist tatsächlich so. Wir haben irgendwie 6 Wochen lang ein Buch aus der Bücherei gesucht, nicht gefunden. Und dann bezahlt? Ich habe das gekauft, bezahlt, am nächsten Tag habe ich es in der Hand gehalten. Schön. Ja, genau. Soll ich so tun, als würde ich es aufbrechen und dann überlisten wir Murphy? Genau. Murphys Gesetz. Ja, vor allen Dingen ist das wieder so ein Mörder-Monster-Jägerschloss. Ah, scheiße. Also schade um das Schloss halt eigentlich. Total schade. Ich habe gerade noch vor einem halben Jahr eine neue Kette gekauft. Und so, ey. Hast du das auch mit diesem komischen Bügel hinten? Das heißt, du müsstest sogar doppelt aufbrechen. Ja, das ist ja doof, weil das ist ja wirklich aufwendig. Und die Nummer notiert hast du nicht draus gelernt, wa? Ja. Ich meine, dann könnte man ja nachbestellen, da wäre ja kein Problem. Es steht auch nicht am Schloss, ne? Es steht natürlich nicht am Schloss. Nein, also aber es steht nicht am Schloss, Mann. Es steht maximal in deine Kaufpapiere von dem. Naja, aber das ist ja Quatsch. So neu ist es ja dran gebastelt. Ich hab also, das nicht so neu ist es ja nicht. Nee, nee. Das steht, da stand es, denn entweder war es mit an dem Schlüssel, da waren ja 1-2 Schlüssel plus eine Plastiktüte und da ist dann die Nummer eingestanzt, beziehungsweise auf jeden Schlüssel steht. Ja, die Schlüssel sind leider weg. Tja, beide. Ja, ich hatte zwei. Den ersten ist also auch so geil. Ich habe den ersten verloren. Eine Woche bevor ich den zweiten verloren habe. Da habe ich mir gedacht, oh, ich muss den zweiten jetzt schnell nachmachen lassen. Okay, okay. Und es war da auch. So geil. Ja, aber machen wir. Aufbrechen. Ich warte jetzt noch eine Woche. Noch, ja, okay. Und suche noch mal, aber ich warne dich schon mal vor, ja, dass ich unter Umständen noch mal auf dich zukomme. Okay. Ja? Na klar. Was für ein Bild soll ich? Ist die wasserdicht? Ich glaub schon. Wenn du mal ein Case hast oder 1, 2, 3, das. Ich hol das Fahrrad. Das hier ist abgebrochen. Haben wir noch gerade repariert? Der ist abgebrochen. Ach, hier, was für ein Bild. Ich bin doch enttäuscht, ey. Also, Herkules, die beiden Hinterhand? Ja. Ah, cool. Gott sei Dank. Nächstes. Boah, ey. Hast du das gecheckt, ja? Nee, wirst du ja dann später sehen. Oh, hier ist total locker. Alter, die Leute fahren mit dem Scheiß rum, weißt du? Alter, ist die komplett raus. Zum Glück hat er die noch nicht verloren. Kannst du nochmal nachziehen später.
Alter. Da steht ja drauf, Titan. Das ist eine Scheiße. Tja, ist an dem Board und nichts. Gecheckt, Alter. Ja, da muss die Kralle raus. Ja. Muss die reingeschlagen werden, natürlich. Nein, raus muss sie raus. Wie sollen die bitte raus? So. Besser die reinzuhämmern, weil die ist ziemlich tief drin. Er muss aufpassen. Zack, und sie reicht den. Wieder. Ja, sechs Kinder hier. Oder sieben oder acht. Immer viele Kinder. Dankeschön. Dankeschön. Papa, dein Land zu. Nee. Ich komme mir ja vor wie so ein Wolf im Käfig irgendwie. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Zuerst mal, wir hatten ein Ladegerät für Metabo. Für Metabo, hier, so geil die Lampe, die hätte ich sehr gerne gerettet und ich habe eben nur diese Lampe und nicht mehr das Ladegerät. Ich weiß ja nicht, wie die heißt, Ladegerät. Oder 14,4, 18 LED. Wie geil die ist. Komm. Kuchen. Hey, komm her, bleib hier beim Kuchen. Weg hier. Nee, bleib doch mal hier, Mann. Alter, holt er ab, ey. Was ist denn los mit dem? Ja, hier, machen wir kurz voll aufspalten. Klassenfeind. Aufspalten, Klassenfeind. Nee. Ja, Kessfeind. Nein, so, was ist denn das hier? So, das müssen wir jetzt hier irgendwie... Was ist denn das alles für Müll, ey? Das ist Auto-Read. Das ist ein Auto-Read. Das ist so geil. Ich mach das mal. Read. Auto-Read, Ja, da freut er sich. Hier, Voice Out Loud Reader. Ja, wird der Klinge? Oh, der Sound ist um. Hört er nur jetzt Auto-Read oder was? Ja, so kommt sofort. Ja, genau, ja, ich hab's. Text vorlesen. Text. So, also wie macht er das jetzt hier? Also. Alter, bist du behindert? I just want you to keep in mind that the bike was very cheap for you because I made a mistake. But lucky you. I heard that the back wheel is around 50 euro. So bikes are handled double of the price you paid. So just see IT as a gift and take care about the bike and yourself. And send people to the shop for buying bikes. Cheers. 7.102145 Magdalena bike. You are so nice. Thank you, so I nice. Needed one real bad. Take care of yourself too. We'll send everybody there, haha. Aha. She was joking me, Alter. They will send everybody there. Ja, das war ja halt sehr positiv. Ey, Mann. Ey, will ich rein sein? Valentin makes a mistake. I make a mistake.
Ein Misthake. Okay, du Misthaken. So, was ist denn jetzt? Ey, jetzt nochmal nicht mal. Jetzt nimm dir nochmal ein Stück Kuchen, ey. Ey, lass mich nochmal nicht mal. Scheiße, Juli. Leute, ey, nimm die Kamera weg. Die Kamera ist doch eine Kamera. Heute sind sie alle am Rummel. Warte, weint. Die ist an. Die will aber nicht. Das Alter, das hier. Leck mal ab. Nein, mach das nicht. Nee, mach das nicht. Stimmt nicht, ich bin kein Knasti. Was ist denn los? Du alter Rasier, klingt lecker. Jetzt werden wir hier dargestellt wie Frischfleisch, weißt du? Wie oh, Digga, Alter, kommst du mal, komm mal klar jetzt. Ich kann doch nicht für der scheiß Kamera. So, ab dann hier so, schnapp und blöd. Hopp, hopp, Rinnenkopf. Autismus. Prost. Autismus. Einfach. Happy Autismus, ja. Nee. Nö! Nee. Gute Antwort, ne? Ist ein Laden! Laden, naja, gut. Hier wohnt doch keiner! Ich ja nicht. Doch, hier, nicht brennt. Wo ist er denn? Ah ja, vorbestellte Fahrer. Warte, ich mach jetzt mal einen Song für dich. Da muss auch noch an die Klingel dran sein. Da muss aber noch ein bisschen üben, was? Ja, so richtig musikalisch klingt ja doch mal nicht, mein Lieber. Meine Welt. Musikalisch? Das ist, wie nennt man sowas? Experimentelle Musik. Experimentelle Musik, genau. Interessantes erzählt. Ja? Ja. Mach an. War nicht Absicht. Mach doch mal an. Zieh das Ding mal an. Wie du Kuchen isst. Das ist auch anstrengend. Teil. Ah, heute ist mir echt kalt bei dem Regenwetter. Ah, sieht gut aus. Cool Set. Den Valentin, den haben sie voll verarscht. Den Valentin, die fährt jetzt immer um eine Welt mit dem Rad und lacht sich dabei kaputt. Und die kann nicht fassen, die hört sich nochmal an. Oh, I'm lucky. You. The back wheel is around 50 euros. No bikes are handle double of the price paid. So just see IT as a gift and take care about the bike and yourself. And send people to the shop for buying bikes. Cheers. 7.10 2145 Macarena bike. So nice. You're so nice. I needed one real bad. Take care of yourself too. We'll send everybody there. Ha ha. Ich will schon irgendwann hier. Naja, haha. Warum kann ich so nur lachen? Oh ja, mei. Der Walle, ey. Der Walle. Der Walle, der hat sie ja nicht alle. Warte. Dumm gibt Zucker und dumm gibt Schlaf. Viel zu viel Schlaf hat der. Der Walle, der hat sie ja nicht alle. Der macht ja manchmal Sachen, der hat sie immer nicht. Da kann man echt nur lachen. Ach du Scheiße, das ist hier alles kaputt. Die Frau mit dem Hollandrad? Nicht für einen gedruckten Marathon. Hier. 622er war da drin, deswegen passt das nicht. Hier ist 622er und die haben ein Riesenrad drin gemacht. Das sind schon drei. Okay, das. In Pollern tut sie. Ja. Merkst du richtig, wenn die anfasst, so. Wenn du hinten anfasst, müsstest du das merken. Ja. Die Pollermarie. Die ist doch, guck mal hier. So eine dicke Speichen. Das ist so ein, Halter extra für. Oh. Speichenhalter. Ja, 70 cm Schlüssel plus nochmal 30 cm Rohrverlängerung und ich hab da drauf gestanden und dann. War der ganze Rahmen? Der Rahmen so. Was ist denn? Ich dachte, der trägt gleich alles ein.
Was hast du? Meins wäre der alte. Haha! Sag nur! Quintessenz der Aussage ist haha! Boah, was ist denn da los, ey? Boah! Ja? Das weiß ich ja, so, es geht ja nicht. Geht nicht ab. Die Kurbel? Alter! Malakoff! What the fuck? Ja genau, jetzt doch die Bondage. Bondage. Jetzt wird's hart. Hardcore Wipes. Hab gesagt, reiß das Ding durch, Alter. Scheiße. Ey, das ist ja mal ein Tag heute, wa? Das ist ein Ditter, Alter. Wie geht denn bitte? Ja, weiß ich auch nicht. Voll durchgeruppt, das Ding. Gibt's doch ja nicht. Ja. Ich. Rutsch ab, bitte. Ja, ich rutsch nicht nach hinten. Also, ich versuche jetzt hier. Boah, was ist denn da los, ey? Was ist denn da los? Ja. Woher, mein Freund? Ja. Ja. Ich hoffe, diesmal sicher, ey. Okay. Warte mal kurz. Ja, ist richtig. Klar, ist richtig. Mal los. Ja. Alter! Boah, ja, was ist denn da los? Wie ist das geschweißt, Alter? Mal das andere Ding fertig machen. So, die Kurbel blockt sich selbst, und zwar hier. Walle hat sitzende Tätigkeit. Und Tommy macht sich alles kaputt. Mann, ey! Walle, kommt! Kommt! Oh, da ist er! Ja, verkackt. Danke. Ich mach ein bisschen leiser bitte, sonst muss ja alles weg. Aber du hörst es bis dahin. Ich muss alles wegschneusen, sonst die Räume. Das geht. Sehr gut. Alter, easy going. Easy going. Die Ochsen. Stell ich auch mit einem riesen Hebel. Hat der Michel gedacht, er setzt das mal. Setzt das mal eine Landmarke. Okay, wie auch immer, wir machen jetzt mal Feierabend, würde man sagen. Er hat an der Uhr gedreht. Wir haben schon wieder Material zu sammeln für 50 Jahre. Wie verbleiben wir denn jetzt hier mit dem Vorderrad? Ja, ich bring's vorbei. Okay, wo ist es denn? Ach so. Hast du dir gesagt, du wolltest es heute noch bringen? Na, wie soll ich das machen jetzt noch? Das ist eine halbe Stunde, oder? Jetzt ist Zeit hier. Okay, morgen, alles klar. Morgen 16 Uhr, okay? Na, dann mach ich jetzt hier noch, dann steck hier noch wie heißt das, Mixer hier ein. Den steck ich noch ein jetzt, ich werde kleiner zeigen. Diese Turbo-Mixer. Ah, Mixer, ja, geil. Mixer. Ja, der ist richtig geil. Was kostet der? Der ist richtig geil, das Ding kannst du ja nicht, da kriegst du nicht mit nach Hause, der ist viel zu schwer, kriegst du ja nicht an hier oben. Ja, wirklich. Hat der einen Griff dran zum Wegwerfen. 2 Kilo, war? 2 Kilo war mehr, hat er nicht. Eine Stilikone des Art Deco.
An, aus, fertig, mehr geht nicht. Das Ding dreht dann wie Hupperts. Jetzt ist an. Jetzt ist an? Ich glaube, ich setze einen Helm auf. Erstmal im Leben. Glaubst du nicht, ich muss so umdrehen, die Mütze. Oh, zu klein, Alter. Echt? Ja, der passt mir. Ey, geil. Sicherheit. Sicherheit, Sicherheit. Ja, gut, okay, haben wir einen Helm, haben wir einen beiden Partner. Partner-Look, Partner. Passt, perfekt. Geile Meinung. Ja, Happy Birthday, ja, ne? Okay, Feierabend. Ja. Feierabend. Ja, meine Güte putzen. Da! So, die Knaller. Nacht.